Patrick Fischer, 2:0 verloren zu Hause gegen Elversberg. Die wollen allerdings aufsteigen in die dritte Liga. So einen großen Unterschied spielerisch habe ich heute nicht gesehen. Nee, meine Mannschaft hat es heute sehr gut gemacht. Taktisch gegen den Ball, unheimlich viel gearbeitet, bei Ballgewinnen auch Kombinationen drin gehabt. Da können wir uns heute nichts vorwerfen. Was dann letztendlich so gefehlt hat am Schluss, vorne vielleicht das Glück zu haben, dort Tor zu erzielen, aus denen wenige Chancen, wo allgemein in diesem Spiel waren, auch von Elversberger Seite. Und Elversberger macht halt einfach mit zwei Traumtore, entscheidet das Spiel für sich. Was dann letztendlich ärgerlich ist, weil du wirklich auf Augenhöhen warst. Vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, Elversberg. Aber ansonsten war das eine relativ ausgeglichene Partie. War eigentlich, ich habe gedacht, ein unentschieden Spiel. Zwei Standards haben es dann ausgemacht. Das eine ein Wolleschuss nach einem Eckball und ein wunderschönes, muss man auch sagen, Freistoßtor. Da kann man nichts dagegen haben. Oder war das besser zu verteidigen? Gut, erstmal war die Situation so, dass es für mich kein Freistoß war, weil vorher zwei Situationen für uns in diesem Bereich, in dem vorderen Bereich um das 16er auch nicht gepfiffen wurden. Und wenn ich dann diese Bewertung habe als Schiedsrichter, dass ich das weiterlaufen lasse, dann darf ich dieses Foul auch nicht pfeifen, wo er gepfiffen hat, wo er meint. Und es ist dann extrem ärgerlich, dass der den dann super über die Mauer drüber zieht. Das ist dann halt einfach auch eine Qualitätsfrage von diesem Spieler. Ihr habt dann gegen diese spielerisch klasse Mannschaft gut ausgesehen, gut gegen den Ball gearbeitet, mit der Viererabwehrkette 4-2-3-1 oder war es eine Raute, weiß man nicht ganz genau, weil der Salif Cissé heute auf der linken Außenbahn gespielt hat und der Benno zumindest bis zur Auswechslung auf der rechten. Ja, es war 4-1-4-1 mit dem Daniel Bohl auf 6 klar zugeteilt. Cessa und Becker waren auf der 8er Position. Salif war auf der Seite mit dem Benno. Salif hat rechts angefangen, Benno links und da haben wir dann getauscht, weil Elversberger ein anderes System gespielt hat, dass sie diese Runde selten gespielt haben. Wir sind eigentlich von dem 4-2-3-1 ausgegangen, das war dann eine 4-3-3. Da waren andere Abläufe drin. Und Spieler haben teils dann auf andere Positionen gespielt. Jetzt der Suero, oder rechtsoffensiv dann agiert hat, ist normalerweise der Zehner. Und da haben wir dann auch umgestellt, wo wir dann das Salif auf die linke Seite haben, um besser, stabiler in die Defensive auch zu stehen. Und der Benno dann auf die rechte Seite, wo ja von seinem Naturell her der Spieler ist, wo dann auch das Spiel ankurbelt, viel Tempo reinbringt und er hat auch ein gutes Spiel gemacht, wie die ganze Mannschaft eigentlich. Es wäre natürlich schön, wenn wir auch so eine Bank hätten. Die haben da einen Tekerci und Schnellbacher noch eingewechselt. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist doch eine Riesenqualität. Ja, das war gegen Homburg dann auch schon so, wo du drei zentrale Stürmer noch auf der Bank sitzen. Elversberg auch eine sehr gute Bank. Es ist halt so, wenn ich diese finanziellen Mittel habe, wie diese beiden Vereine hier, wo bei uns in dieser Region sind, das sind dann einfach verschiedene Welten vom Finanziellen her. Aber was uns dann letztendlich stolz macht, ist halt auch, wir haben 4 Spiele jetzt absolviert, diese Runde gegen die saarländischen Clubs. Mhm. Wir haben ein Spiel verloren, wir haben 2 gewonnen, wir haben 1 unentschieden gespielt. Und das muss man dann auch mal in der Öffentlichkeit wahrnehmen, was dann hier in Pirmasens getan wird und dass man da natürlich auch stolz drauf sein sollte. Ja. Gegen Homburg haben wir noch einen Vorteil, der Saldo ist ausgeglichen. Gegen Elversberg sind 2 Top-Mannschaften dieser Liga, die wurden beide zu den absoluten Favoriten auch gezählt. Jetzt denke ich, wenn man solche Spiele abliefert wie heute gegen einen solchen Favoriten, sollte es auch gegen andere Mannschaften, die vielleicht nicht so stark besetzt sind, doch auch vom Geist her, vom Mut, von der Körpersprache her reichen, dass man da auch mal auftreten kann, wie vielleicht auch mal ein Favorit.
Gut, grundlegend ist es ja so, jedes Spiel ist auch immer dann wieder ein Stück anders zu gestalten. Wir tun uns einfach halt auch, ja, oder es tut uns gut, wenn wir gegen gut spielende Mannschaft spielen, wo wir sehr gut immer arbeiten gegen den Ball. Wir tun ja relativ hoch auch anlaufen mittlerweile, diese Runde, und da haben wir eigentlich selten, wo wir schlecht ausgesehen haben. Jetzt am Dienstag gegen Stadt Allendorf wird es wieder ein ganz anderes Match. Die Erwartungen sind natürlich absolut da, dass du das Spiel unbedingt gewinnen musst, was wir auch unbedingt möchten. Aber letztendlich, ich sage es immer wieder, das hören zwar viele nicht gern, es ist in dieser Klasse kein Sieg planbar. Das ist so. Stadt Allendorf hat jetzt heute das erste Mal eine Partie deutlich verloren mit 6 zu 0. Die ganze Zeit waren es immer ganz, ganz enge Spiele. Und sie haben sich da auch in diesem Sinne auch nicht aufgegeben, dass die jetzt aktuell auch da natürlich Probleme haben mit der Quarantäne-Geschichte, was da war. Das ist klar. Wir werden uns jetzt regenerieren. Wir werden uns hundertprozentig, wie wir es auf jedes Spiel tun, vorbereiten auf Dienstag und wolle dann alles einbringen, damit wir diese 3 Punkte hier hole, egal wie es dann aussieht, ob das schön anzuschauen ist. Es zähle einfach nur diese 3 Punkte, dass man die mit dem absoluten Wille, was du gesagt hast, mit der Körpersprache, was dann heute auf dem Platz war, und die muss am Dienstag da sein. Und dann muss ich das Spiel vielleicht auch ein Stück weit erzwinge, dass ich dann Tore erziele. Stadt Allendorf, du hast gesagt 0 zu 6 verloren, da wird aber mit Sicherheit eine Reaktion folgen. Wir kennen das mit einem 1 zu 7. Du hast die Mannschaft im nächsten Spiel auch eingestellt und die sogenannte selbsternannte Schweinetruppe muss dann eben einen Abnutzungskampf vielleicht gegen Stadt Allendorf leisten. Und wie gesagt, mit der Leistung von heute, mit dem Willen von heute, denke ich, dass das gut ausgeht. Ich danke dir. Der Gleichschuhstadt, wo ich herkomme, ist unser Stolz der FKP.